Ja, herzlich willkommen, liebe IMI-Hydronic-Freunde, zu unserem heutigen Webinar Kühlerkopf und warme Füße, hydraulische Lösung für kombinierten Heiz- und Kühlbetrieb. Mein Name ist Rüdiger Wertschulte und ich werde Ihnen heute einmal die verschiedenen hydraulischen Möglichkeiten für kombinierte Heiz- und Kühlsysteme aufzeigen, dabei auch Auswahlkriterien als Entscheidungshilfe nennen. Anschließend werde ich dann beispielhaft vier solche Hydraulikschaltungen berechnen und dabei auch wieder Auslegungshilfen nennen. Und am nächsten Donnerstag folgt dann der zweite Teil, in dem wir die Anforderungen und Lösungsansätze für die Druckhaltung in kombinierten Heiz- und Kühlsystemen behandeln werden. Während des Webinars sind Ihre Mikrofone wieder stumm geschaltet. Sie haben aber die Möglichkeit, über die Chat-Funktion, das ist der unterste Menüpunkt rechts in Ihrem Webinar-Bedienpanel, Fragen zu stellen. Diese Fragen werde ich dann am Ende des Webinars gerne wieder beantworten. Wir haben auch heute in dem Webinar wieder eine kleine Videoanimation eingebaut. Schalten Sie dazu gegebenenfalls Ihre Bildschirmansicht auf Vollbildmodus und auch, falls erforderlich, den Ton auf maximale Lautstärke. Sollte jetzt Bild und Ton nicht deutlich sichtbar sein, ist das kein Problem. Es ist wirklich nur eine kleine Sequenz von circa 2 Minuten. Das ganze Webinar wird aber wieder aufgezeichnet und Ihnen dann komplett, also mit Videoanimation eingeklinkt, zur Verfügung gestellt. So, das wäre es jetzt also mal zur Einleitung. Dann beginne ich mal mit meiner Präsentation. So, mein Kontrollbildschirm weigert sich heute Morgen. Heute Morgen ist gut, heute Nachmittag natürlich. Dann versuchen wir einfach mal so zu starten. Sie sollten jetzt also die Titelfolie sehen, Kühlerkopf und warme Füße. Und, ah ja, mein Kontrollbildschirm ist aufgewacht, dann kann es ja munter losgehen. Zur Einleitung ganz kurz. Diejenigen von Ihnen, die schon einige Webinare besucht haben, werden diese Folie vielleicht wiedererkennen. Geht es natürlich auch heute um die wichtigen Aufgaben von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. Denn da haben wir ja zwei fundamentale Aufgaben. Wir wollen die geforderte Leistung hier am Übergabepunkt zur Verfügung stellen und natürlich das Ganze mit möglichst minimalem Energieeinsatz auf der Erzeugerseite. Das heißt, dazwischen brauchen wir eine gut funktionierende, gerechte Verteilung. Wir brauchen auf den Verbraucher abgestimmte Regelventile und diese Ventile sollen natürlich auch immer genauer eingestellt werden können. Ja, und genau da haben wir auch dann schon das erste Problem unserer kombinierten Heiz- und Kühlsysteme, denn der Massenstrom im Heiz- und im Kühlbetrieb ist in der Regel unterschiedlich, bis auf wenige Ausnahmen, sodass wir uns genau über diesen Punkt gleich im Laufe des Webinars noch etwas mehr austauschen müssen. Wenn wir von sogenannten Changeover-Systemen reden, haben wir dort verschiedene Varianten. Das klassische ist vielleicht auch der Ursprung, ein sogenanntes Vierleitersystem. Das heißt, im Gebäude sind parallel eine Heizungs- und eine Kühlanlage eingebaut. Zweimal Vorlauf, zweimal Rücklauf, deswegen auch Vierleitersystem. Eine Variante, wo zentral zwischen Heizen und Kühlen umgeschaltet wird, ist dann das Zweileitersystem. Ja, und jegliche Zwittervarianten, die eben das eine und das andere abdecken können, die bezeichne ich jetzt mal als Changeover-System und da werden wir uns gleich ausgiebig mit beschäftigen. Also fangen wir erstmal in der Historie beim Vierleitersystem an. Bei einem Vierleitersystem haben wir im Grunde genommen eine Heizzentrale, eine Kälte- oder Kühlzentrale, ein doppeltes Rohrleitungssystem und beim Verbraucher dann auch zwei Wärmeübertrager. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit,
optimale Durchflussmengen für die Betriebsart Heizen oder Kühlen einzustellen. Und wir können auch an jedem Gerät, also in jedem Raum, entweder heizen oder kühlen, also die gewünschte Raumtemperatur sicherstellen. Dazu ist natürlich ein sehr großer Materialaufwand notwendig. Wir haben eben wirklich zwei komplette Installationen im Gebäude. Eine für Heizen, eine für Kühlen. Doppelte Rohrleitungsführung, zwei Wärmetauscher hier im Gerät und natürlich auch zwei Regel- und Regulierventile. Also zusammengefasst im Grunde genommen eine super komfortable, aber leider auch teure Lösung. Ja, und so könnte das Ganze dann aussehen. Wir haben unsere Heizzentrale, wir haben unsere Kältezentrale und die Verrohrung ist komplett doppelt aufgeführt, sodass wir vielleicht hier im Erdgeschossbereich der Nordfassade des Gebäudes heizen, während auf der Südfassade oder hier oben im Dachbereich vielleicht schon Kühlbetrieb herrscht. Soweit zu den Vierleitersystemen. Jetzt kommen wir zum Zweileiterprinzip. Da sieht das Ganze so aus, dass wir im Verbraucher nur einen Wärmetauscher haben, auch im Grunde genommen nur eine Rohrleitungsführung Vorlauf-Rücklauf und zwischen Heizen und Kühlen wird zentral umgeschaltet. Das bedeutet, wir sparen hier einiges an Material, eben nur ein Wärmetauscher, ein Regel- und Regulierventil und deswegen muss in der Zentrale umgeschaltet werden. Damit haben wir den geringsten Materialaufwand, aber auch einiges zu beachten, denn jetzt haben wir den gleichen Durchfluss im Heiz- und im Kühlbetrieb. Das heißt also, da sind wir nicht so variabel wie beim klassischen Vierleitersystem. Und weil eben nur zentral geheizt oder gekühlt werden kann, ist es auch nicht möglich, individuell raumweise Temperaturen zu wählen. Das heißt, dieses Prinzip bietet sich im Grunde genommen nur bei kleinen Gebäuden mit gleichmäßiger Belastung an. Also zusammengefasst eine preiswerte, aber nicht unbedingt komfortable Lösung. Die Umschaltung geschieht halt hier im Bereich der Zentrale. Entweder fährt das gesamte Gebäude, die gesamte Anlage im Heizbetrieb oder eben auch das gesamte System im Kühlbetrieb. Solche Systeme, vielleicht wirklich in kleinen Anlagen installiert, vertragen sich auch super mit Wärmepumpen, denn dann kann diese Umschaltung zwischen Heizen und Kühlen direkt in der Wärmepumpe vorgenommen werden. Das heißt, auch Heiz- und Kältezentrale sind zu einer Einheit zusammengefasst. Ja, und damit kommen wir jetzt mal zu den variablen Systemen, zu den Changeover-Systemen. Im Grunde genommen ist ja eine zentrale Umschaltung auch schon ein Changeover. Changeover heißt ja nichts anderes als Umschaltung. Aber wir können jetzt verschiedene Varianten aufbauen. So kann zum Beispiel auch eine Gruppe von Verbrauchern gebildet werden. Und wir haben dann eine zonenweise Umschaltung. Oder die Umschaltung erfolgt direkt im Raum vorm Gerät. Und dann können wir ganz individuell heizen und kühlen. Schauen wir uns mal so ein System an. Bei der Zonenumschaltung wäre also die Rohrleitung zweimal warmgehend, zweimal kaltgehend geführt bis irgendwo in dem Bereich einer Zone und da hängen jetzt mehrere Verbraucher an dieser Leitung. Das heißt, auch hier haben wir einen gewissen Einspareffekt, was das Material angeht. Wir haben nur einen Wärmetauscher für Heizen und Kühlen gleichzeitig im Gerät. Wir haben ein Regel- und ein Regulierventil im Verbraucher sowie in der Zone vorgeschaltet ein Umschaltventil. Nur die Rohrleitung bleibt noch teilweise doppelt. Das heißt also, wir haben einen geringfügig höheren Materialaufwand, sind damit aber schon flexibler, weil jetzt können wir zum Beispiel witterungsbedingte Einflüsse
Nord-Süd-Fassade oder abgeschattete Bereiche zu freistehenden Bereichen des Gebäudes in sinnvolle Zonen aufteilen. Aber auch hier brauchen wir im Grunde genommen den gleichen Durchfluss im Heiz- bzw. im Kühlbetrieb, weil ja eben nur ein Regel- bzw. ein Regulierventil pro Verbraucher platziert ist. Das heißt, auch dieses System kann innere Lasten nicht berücksichtigen und ist deswegen nur sinnvoll bei annähernd gleichmäßiger Nutzung der Räume. Also fassen wir mal wieder zusammen. Das ist ein System, was geringfügig komfortabler ist als die zentrale Umschaltung. So könnte das Ganze dann mal wieder aussehen. Wir haben hier die Südfassade, vielleicht ein Teil der Ostfassade, wo schon gekühlt werden muss, während auf der Nordseite immer noch Heizbetrieb herrscht. So, und dann sind wir bei dem, was man heute so unter Changeover-System an sich versteht, nämlich die individuelle Umschaltung. Das heißt, dieses Umschaltventil sitzt jetzt unmittelbar vor dem Verbraucher. Damit haben wir eine kostenoptimierte Lösung, also der Materialaufwand ist so gering wie möglich gehalten, wenig Regelventile, Rohrleitung ist halt nach wie vor doppelt geführt, aber nur ein Wärmetauscher im Gerät. Für die Regel- und Regulierventile gibt es jetzt verschiedene hydraulische Schaltungen, je nachdem, welche Variante da gewählt wird, sind halt auch unterschiedliche Anforderungen an die Armaturen gesetzt und das werden wir uns deswegen auch gleich nochmal bei den Berechnungsbeispielen genauer ansehen. Also es könnte zum Beispiel so sein, dass wir ein Regelventil haben hier, was gleichzeitig umschaltet und dann nur noch zwei Regulierventile für die unterschiedlichen Wassermengen oder wir haben die Regelventile wie hier in der Skizze vorm Verbraucher. Ja, und in diese anderen Varianten gehe ich dann gleich noch ins Detail. Die Frage stellt sich jetzt hier, inwieweit eben die Konstellation der Regel- und Regulierventile optimale Durchflussmengen ermöglicht, also unterschiedliche Durchflussmengen für Heiz- oder Kühlbetrieb, oder ob das eventuell nicht möglich ist. Fassen wir also auch hier zusammen, das wäre eine Kosten-Nutzen-optimierte Lösung. Und dann könnte das vielleicht auch mal so aussehen, dass wir hier wieder im Erdgeschossbereich Richtung Norden orientiert noch heizen, während der Rest des Gebäudes schon im Kühlbetrieb ist. Ja, und nach kann jetzt eben Gerät für Gerät in den Kühlbetrieb sein, beziehungsweise auch hier von dem Heiz- auf den Kühlbetrieb umschalten. Es ist also genauso flexibel wie das klassische Vierleitersystem. Dieses Changeover-System haben wir jetzt etwas weiterentwickelt und deswegen zeige ich Ihnen hier mal zwei typische Konstellationen, wie das Ganze aufgebaut sein könnte. Die Standardlösung, wie wir sie hier sehen, benötigt vier Armaturen. Das heißt, wir haben zwei Regelventile. Das können zum Beispiel TBVC oder CM-Ventile sein oder auch pumpendruckunabhängige Ventile. Der Kompakt P oder TA Modulator und dann brauchen wir noch auf der anderen Seite ein motorbetätigtes Absperrventil, um eben diese Wassermengen von der warmen und von der kalten Seite sauber voneinander zu trennen. Also noch ein sehr großer armaturentechnischer Aufwand, vier Ventile, vier Antriebe. Die Lösung mit 6-Wege-Kugelhahn spart dazu einiges an Material ein. So, hier haben wir das mal im Vergleich. Das heißt, hier ist ein 6-Wege-Ventil mit seinem Antrieb. Und für die unterschiedlichen Wassermengen haben wir dann hier noch zwei Regulierventile oder alternativ auch zwei Durchflussregelventile, sodass hier also schon ein gewisser armaturentechnischer Einspareffekt gegeben ist. Allerdings stellt sich dann jetzt noch die Frage, inwieweit dieser 6-Wege-Kugelhahn überhaupt den Anforderungen von der Regelungstechnik, die ja hier vom Verbraucher kommt, gerecht werden kann.
Dazu werden wir gleich, wenn wir die Ventilvorauswahl treffen, uns mit dem Thema noch etwas genauer beschäftigen müssen. Ich möchte Ihnen jetzt hier an dieser Stelle eine Lösung vorstellen, wie wir sie zu dem Prinzip anbieten können. Und das ist die vorhin angekündigte Videoanimation, die ich an dieser Stelle jetzt einmal einspielen möchte. So, das heißt also, ich werde jetzt erst einmal das kleine Video starten. Das dauert ein paar Sekunden und wenn das Video bei mir auf dem Bildschirm gestartet ist, werde ich dann auch mein Kamerabild wegschalten, sodass das Video sich bei Ihnen im kompletten Bildschirm präsentieren sollte. Falls nicht, vergrößern Sie das einfach mal eigenständig. Also starte das Video und nehme die. Aha, wo ist mein Video? Nehme mal die Kamera weg, weil ich sehe das Video jetzt hier bei mir auf dem Bildschirm nicht. Ah, da kommt es, dann geht's jetzt. Hallo, mein Name ist Jean-Christophe Garrett. Ich bin der Leiter der Abteilung Technologische Entwicklung für IMI Hydronic Engineering. Heute zeige ich Ihnen unsere Lösung für ein Vierleiter-Heiz- und Kühlsystem, auch Changeover-System genannt, und wie diese Lösung konfiguriert wird. Unsere Changeover-Lösung ermöglicht den nahtlosen Wechsel zwischen Heiz- und Kühlbetrieb in Vierleitersystemen. Dank der reduzierten Anzahl von Ventilen und Stellantrieben bietet es eine platzsparende Installation, eine verkürzte Inbetriebnahmezeit und verringert das Risiko von gegenseitiger Beeinflussung, Crossflow, zwischen dem Heiz- und Kühlnetz. Dennoch bietet es eine verbesserte Regelung dank des modernen, druckunabhängigen Einregulier- und Regelventils, dem TA-Modulator und des digital konfigurierbaren Stellantriebes TA-Slider CO, der speziell für Changeover-Systeme entwickelt wurde. Genauer gesagt besteht die spezielle Lösung für Changeover-Systeme von IMI Hydronic Engineering aus vier Komponenten. Zwei Ventilen und zwei Stellantrieben. Zuerst ein 6-Wege-Regelventil, welches die Umschaltung zwischen dem Kühl- und dem Heizkreis und umgekehrt durchführt. Anschließend, wie bereits erwähnt, ein druckunabhängiges Einregulier- und Regelventil namens TA-Modulator. Dieses Ventil bietet dank seines integrierten Differenzdruckreglers eine außergewöhnlich hochwertige Regelfähigkeit des Heiz- und Kühlvolumenstroms. Anschließend als Stellantrieb für den TA-Modulator der digital konfigurierbare TA-Slider 160CO. Diese Version, die speziell für die Anwendung in Changeover-Systemen entwickelt wurde, bietet eine steckerfertige Verbindung zum Stellantrieb des TA-6-Wege-Ventils. Damit wird die Umschaltung direkt durch den TA-Slider 160CO gesteuert und der Anschluss an das Regelungssystem erfolgt über nur 3 Drähte, also mit nur einem Datenpunkt. So, das war das kleine Video. Ja, Sie sollten jetzt wieder mein Kamerabild sehen. Ich hoffe, das Video ist deutlich verständlich sichtbar bei Ihnen angekommen. Ich habe gerade mal kurz während der Videosendung durch Ihren Fragenkatalog geschaut. Das war also bei einigen Teilnehmern leider nicht der Fall. Aber ich tröste Sie noch einmal. Das Video ist eingeklinkt in der Aufzeichnung und dann sollten Sie Bild und Ton in guter Qualität nachvollziehen können. Gehen wir jetzt also mal in unseren Unterlagen weiter und wir schauen uns das vom Kollegen beschriebene System etwas genauer an. Hier hätten wir also dazu mal eine Skizze, wie das Ganze hydraulisch eingebunden ist. Als Verbraucher vielleicht ein kombinierter Deckenlufterhitzer-Kühler. Entschuldigung. Und da nutzen wir jetzt eine weiterentwickelte Changeover-Funktion an unserem
Antrieb TA Slider 160. Das heißt, wir brauchen hier von der Gebäudeleittechnik einen Datenschnittpunkt und über ein steckerfertig installiertes Hilfskabel wird von dem Antrieb TA Slider das 6-Wege-Ventil angesteuert. Das heißt also, über diesen einen Datenschnittpunkt haben wir Heiz- und Kühlsequenz und in der Mitte eben den Umschaltbefehl, um von Heizen auf Kühlen oder umgekehrt den 6-Wege-Kugelhahn anzusteuern. Das heißt, das Ventil mit dem Antrieb TA Slider 160 regelt die Durchflüsse und hier ist es wirklich möglich, zwei unterschiedliche Durchflussmengen für Heiz- und Kühlbetrieb zu realisieren. Wie das Ganze vonstatten geht, das zeige ich gleich auch noch bei einem Berechnungsbeispiel. Das heißt also, wir haben hier weitergehend Reduzierung im Armaturenbereich. Wir brauchen nur ein Regelventil mit Antrieb, ein 6-Wege-Ventil mit Motor zum Umschalten und haben damit im Grunde genommen das Optimum an Regelqualität erreicht, denn dieses Ventil-TA-Modulator arbeitet Differenzdruck unabhängig und zusätzlich mit einer gleichprozentigen Kennlinie, sodass wir also sehr genaue Wassermengen auch im Teil- und im Schwachlastbetrieb realisieren können. Auch zu der Besonderheit werde ich gleich noch mal etwas kurz eingehen. So, ich hatte, glaube ich, schon angedeutet, dass diese beiden Komponenten, der Antrieb TA Slider und der Motor, über ein steckerfertiges Kabel verbunden werden. Das sehen Sie hier auch mal im Klemmenanschlussplan. Das heißt also, dieses Hilfskabel ist aus dem TA Slider rausgeführt und wird steckerfertig mit dem Motor verbunden. Und unser Dual Range Signal, was wir hier bekommen, regelt dann zum Beispiel den Heizbetrieb von 100 auf 0 runter. Dann kommt das Changeover, also das Umschalten. Regelventil ist geschlossen. Motorkugelhahn wechselt in die andere Betriebsart und danach beginnt dann der Kühlbetrieb wiederum von 0% Durchfluss Richtung 100% bei maximalem Kühllastfall. Nach außen ist das Ganze natürlich auch noch visualisiert. Das heißt, am Antrieb gibt es ein LED, das leuchtet rot im Heiz- oder blau im Kühlbetrieb. Ja, und dieses Relais hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt für den Umschaltimpuls. Dazwischen wird das Ganze proportional geregelt. Wir haben also wirklich die Möglichkeit, Heizen und Kühlen exakt anzusteuern. Das, was Sie hier im Bild sehen, ist das gleichprozentige Regelventil TA-Modulator, wie es eben auch für Decken, Lufterhitzer und Kühler sinnvoll eingesetzt wird. Haben wir hier vielleicht Verbraucher mit sehr großer Masse, also gewisser Trägheit, dann kann dort auch das TA-Kompakt P eingesetzt werden, weil dann ist eine gleichprozentige Kennlinie nicht mehr erforderlich. Auch das werde ich dann gleich mal in einem Berechnungsbeispiel abhandeln. Ja, und damit sind wir dann auch schon bei den Dimensionierungsbeispielen. Zuvor aber, wenn wir mit der Dimensionierung anfangen, müssen wir erst einmal die Frage stellen, was sind hier überhaupt die richtigen, die geeigneten Armaturen? Und die Anforderung an die Regelqualität, damit letztendlich ja auch an die Regelarmatur, die kommen eben vom Verbraucher. Das heißt also, wenn wir hier Verbraucher haben mit einer gewissen Trägheit, dann kann dort auch ein niedriges Niveau auf die Regelgenauigkeit gesetzt werden. Haben wir aber Verbraucher, die sehr schnell reagieren, zum Beispiel Gebläse unterstützt, dann haben wir auch hohe Anforderungen an die Regelgenauigkeit. Also da, wo wir sehr träge Systeme haben, da kann man mit On-Off-Regelung bzw. Ventilen mit linearer Kennlinie arbeiten. Das wäre dann das TA Compact P. Haben wir schnell reagierende Verbraucher,
besteht die Anforderung an eine stetige und präzise Regelung. Und dann werden eben Ventile mit gleichprozentiger Kennlinie eingesetzt. Das heißt also, überall dort, wo wir Klimageräte, Heiz- oder Kühlregister haben, da sollten diese Ventile mit gleichprozentiger Kennlinie eingesetzt werden. Am besten auch noch differenzdruckunabhängig arbeitende Ventile, weil damit ist immer sichergestellt, dass auch im Teil- oder Schwachlastbetrieb exakt der gewünschte Durchfluss stattfinden kann. In dem Zusammenhang verweise ich einmal kurz auf ein Webinar, was wir Anfang des Jahres genau zu diesem Thema schon angeboten haben. Der Titel damals war "Nicht alles kann digital erledigt werden". In dem Webinar ist genau auf diese Situation Schwachlastbetriebszustand eingegangen worden. Und wenn Sie das Thema interessiert, alle bisher stattgefundenen Webinare finden Sie bei uns auf unserer IMI Hydronic Homepage im Bereich Seminare, Webinare, dort ganz unten unter der Rubrik Vergangene Veranstaltungen. Also da können Sie zum Beispiel dann auch das Webinar "Nicht alles kann digital erledigt werden" gerne nochmal bei Bedarf ansehen. Ganz kurz möchte ich eben die Funktion dieser Armatur nochmal zeigen, damit Sie jetzt nicht sofort in das andere Webinar eintauchen müssen. Denn die Besonderheit bei dem TA-Modulator-Ventil ist eben nicht nur, dass es hier ein Ventil mit gleichprozentiger Kegelkontur ist, sondern dass vor und hinter dem Ventil Druck abgegriffen wird. Das kann man auch hier über diese Bohrung und diesen Kanal erkennen. Und damit habe ich eine Druckdifferenz für einen im Gehäuse eingebauten Differenzdruckregler, der eben meinem Regelventil auch bei unnötig hohem Pumpendruck immer die Auslegungsbedingungen sicherstellt. Das heißt, diese Armatur kann wirklich auf einer stark gekrümmten gleichprozentigen Kennlinie arbeiten. Und das sehen wir hier, das wäre jetzt mal das Ventil maximal ausgenutzt, haben wir gerade im unteren Bereich bis 20% Durchfluss einen schönen flachen Verlauf der Kennlinie. Wird das Ventil im Hub begrenzt, also voreingestellt, bleibt bis zu einer Einstellung von 40% Durchfluss die Kennlinie immer noch sehr, sehr flach. Sogar bei 20% haben wir noch einen flacheren Verlauf als eben bei Linearventilen, wobei dieser Bereich gar nicht mehr notwendig ist. Hier ist dann natürlich der 20% Bereich, denn dann ist es sinnvoller, gleich eine kleinere Armatur einzusetzen. So, das wären mal die Grundvoraussetzungen für die Berechnungsbeispiele. Und jetzt geht's frisch ans Werk. Ich habe beispielhaft einmal 4 Varianten für Sie vorbereitet. Das erste Beispiel wäre jetzt ein 6-Wege-Kugelhahn, wie er als Umschaltarmatur gesetzt wird in einer Zonenregelung. Das heißt, wir haben jetzt nicht wie hier skizziert nur einen Verbraucher, sondern hier geht es ja gestrichelt weiter, werden noch weitere Verbrauchereinheiten folgen. Und dieser Gruppe sind dann ein STAP, STAD-Regelset vorgeschaltet, um eben diese Gruppe auch von benachbarten Gruppen hydraulisch zu entkoppeln. Die Gruppe bestehe mal im Beispiel aus 10 Kühldeckenelementen. Jede soll im Heiz- und im Kühlfall einen Durchfluss von 1 Kubikmeter pro Stunde bekommen. Und der Druckverlust hier zwischen Verbraucher und Rohrleitung liegt einmal bei 10 Kilopascal. Das heißt, wir können jetzt unser Regelventil, unseren 6-Wege-Regelkugelhahn dimensionieren, indem wir eine erforderliche Ventilautorität bei der Planung berücksichtigen. Das ist hier in meinem Beispiel mal die Autorität 0,5, sodass ich dann eben die Dimensionierung über den KVS-Wert vornehmen kann. Das habe ich hier auch schon ausgerechnet. Wir suchen eine Armatur mit einem KVS-Wert von 3,2.
Jeder Planer wird jetzt genau an der Stelle feststellen, super, da habe ich etwas ausgerechnet, was es am Markt nicht gibt. Denn die Regelventile sind ja immer abgestuft. Wir hätten also KVS-Wert 2,5 nach der Standardreihe oder KVS-Wert 4 anzubieten. Bei 2,5 wird natürlich hier der Differenzdruck zu groß sein. Das heißt also, meine Heizkühldecke bekommt eventuell zu geringen Durchfluss und deswegen muss ich hier notgedrungen den KVS-Wert 4 wählen. Wir überprüfen aber die Ventilautorität, um mal zu schauen, ist denn ein Ventil mit KVS-Wert 4 überhaupt geeignet? Das heißt also, wir wählen KVS-4 für die Armatur aus, überprüfen die Autorität, indem wir den tatsächlichen Druckverlust des Regelventils berechnen. Und das wären 6,25 statt 10 Kilopascal. Bei der Überprüfung der Ventilautorität erhalten wir dann einen Wert von 0,38. Das ist so gerade noch akzeptabel, weil die Autorität ja zwischen 0,3 und 0,7 liegen sollte. Wir können also weiterarbeiten und werden jetzt mal im zweiten Schritt das STAD-Regulierventil dimensionieren, denn diese Armatur muss ja jetzt die Druckdifferenz, ursprünglich wollten wir 10 kPa, wir haben aber nur 6,25, also diese Differenz muss jetzt das Regulierventil in die Bilanz einbringen. Ganz einfach auszurechnen, 10 minus 6,25, damit weiß ich, mein STAD muss 3,75 kPa bei einem Kubikmeter Durchfluss liefern. Das kann ich dann wieder in die KV-Wertformel einsetzen und bekomme für mein Regulierventil einen KV-Wert von 5,2. Mit dem Wert kann dann in einer entsprechenden Einstelltabelle die Dimension und der Einstellwert gefunden werden. Das sind in meinem Beispiel DN25, also 1 Zoll Armatur, Einstellung 2,46. So, der letzte Schritt, der hier jetzt noch ansteht, wäre dann eben diese Regeleinheit STAP-STAD zu dimensionieren. Welche Nennweite muss der Differenzdruckregler haben? Und dazu ist es eben nur erforderlich, die gesamte Druckdifferenz aufzubilanzieren. Upsala, mein Rechner entwickelt wieder Eigenleben. So, ich glaube, da waren wir gerade. Genau, wir berechnen jetzt den erforderlichen Differenzdruck, den hier der Differenzdruckregler für den nachgeschalteten Anlagenabschnitt zur Verfügung stellen muss. Das ist also im Grunde genommen alles, was wir bisher erarbeitet haben, aufsummiert. Wir kommen auf 20 Kilopascal. Weil wir 10 Geräte haben, A1 Kubikmeter, beträgt die Durchflussleistung des Differenzdruckreglers 10 Kubikmeter pro Stunde. Und so kann ich dann diese Armatur auch wiederum über eine Tabelle auswählen, finde dort ein STAP als Flanschvariante in DN65. Und diese Armatur kann von 20 bis 80 Kilopascal eingestellt werden, passt also für unseren Anwendungsfall. So, jetzt ist das natürlich eine Lösung gewesen mit sehr großem armaturentechnischem Aufwand, entsprechend natürlich auch viel Berechnungsaufwand. Das kann heute mit moderner Armaturentechnik wesentlich einfacher gestaltet werden, denn ich habe jetzt hier im Grunde genommen die gleiche Konstellation. Allerdings ist das Regulierventil STAD jetzt durch ein TA-Kompakt-P ersetzt worden und dann kann auch hier der Differenzdruckregler entfallen. Ich nehme also zum Vergleich die gleiche Anlagenkonstellation für Heizen und Kühlen, den gleichen Massenstrom, die 10 Kilopascal in der Rohrleitung
Und dann brauche ich das Regelventil im Grunde genommen nur noch anhand einer Tabelle auszuwählen. Das heißt also, wir gehen hier mit unseren 990 Liter in die Tabelle und finden die Nennweite DN20 Einstellung 8. Mit diesem System kann ich sogar unterschiedliche Wassermengen für Heiz- und Kühlbetrieb realisieren. Das habe ich hier unten schon eingeklinkt. Dann werden eben 2 Thea-Kompakt P eingesetzt, und zwar nicht hier zwischen 6-Wege Kugelhahn und Verbraucher, sondern zwischen Abzweig und 6-Wege Kugelhahn, sodass wir dort in der warm- und in der kaltgehenden Leitung unterschiedliche Wassermengen, sprich unterschiedliche Einstellpositionen vornehmen können. Ist also schon ein wesentlich einfacher zu handelndes und obendrein auch flexibles System. So, jetzt könnten wir noch den Druckverlust berechnen für unser Umschaltventil. Da gibt es ja im Grunde genommen keine großen regelungstechnischen Anforderungen. Das Kompakt P hält ja den Durchfluss konstant. Also haben wir auch hier, was den 6-Wege-Kugelhahn angeht, im Grunde genommen nur die drei Stellungen: 100% heizen, 100% kühlen oder Umschaltphase, wo weder geheizt noch gekühlt wird. Also keine regelungstechnischen Anforderungen, und deswegen kann die Armatur einfach in der gleichen Nennweite wie unser Thea-Kompakt P gewählt werden. Das wäre in meinem Beispiel DN20. Und dann wählen wir die Armatur mit dem größtmöglichen KVS-Wert, damit eben hier nicht unnötig Pumpenbetriebskosten gesteigert werden. Das dritte Beispiel. Hier haben wir jetzt im Grunde genommen genau das Beispiel, was der Kollege Jean-Christophe Carrette vorhin in der kleinen Videoanimation aufgezeigt hat. Wir haben also einen Deckenlufterhitzer, einen schnell reagierenden Wärmeübertrager, und deswegen wird auch hier das Ventil TA-Modulator eingesetzt mit dem neuartigen Antrieb TA-Slider 160 CO. Diese beiden Buchstaben CO, Sie werden es erraten, stehen für Changeover. Und in diesem Beispiel werden wir jetzt auch zwei unterschiedliche Durchflussmengen haben. Im Heizbetrieb 770 Liter pro Stunde. Dann haben wir im Verbraucher und Rohrleitung einen Druckverlust von 6 kPa. Im Kühlbetrieb brauchen wir 975 Liter pro Stunde und haben dann einen Druckverlust von 10 kPa. Und das soll jetzt mal alles über diese eine Armatur hier, über das TA-Modulator-Ventil geregelt werden. Die Dimensionierung der Armatur erfolgt dabei nach dem größeren Durchfluss. Das heißt also, wir suchen uns jetzt eine Armatur aus, die einen Durchfluss von 975 Liter realisiert, und die dazu passende Armatur gibt mir dann auch die erforderliche Nennweite vor. Ich gehe also wieder in meine Einstelltabelle, finde hier schon meinen Durchfluss 975 Liter, DN20, und das wäre die Einstellung 10, also voll geöffnet. Der kleinere Durchfluss, die 770 Liter pro Stunde, die werden dann digital im Antrieb TA-Slider 160 eingestellt. Und wie das funktioniert, zeige ich hier mal ganz kurz mit ein paar Screenshots, denn der Antrieb TA-Slider ist komplett über eine App, unsere HiTune-App, zu konfigurieren. Das heißt, wir brauchen hier keine Dipschalter oder ähnlich schlecht einsehbares Instrument, sondern wir nehmen wirklich ein Smartphone, ein Tablet und haben eine wunderbare Menüführung, die uns da im Grunde genommen Schritt für Schritt durch die Konfiguration leitet. Sobald die App gestartet ist und eine Bluetooth-Verbindung hergestellt wird, erkennt die App automatisch die Slider-Type, also in unserem Fall unseren TA-Slider 160 CO. Wir können dann
dieses Konfigurationsprotokoll im Grunde genommen von oben nach unten Schritt für Schritt durcharbeiten, haben also eine quasi eingebaute Anleitung, einfach und intuitiv zu bedienen. Umgekehrt, wenn der Antrieb bereits konfiguriert ist, werden natürlich die gespeicherten Werte auch ausgelesen und angezeigt. So haben wir hier zum Beispiel auch den Menüpunkt der Hubbegrenzung. Und da wähle ich dann eine Hubbegrenzung, die auf Durchfluss basiert. So brauche ich hier in diesem Menüfeld für Kühl- und Heizbetrieb im Grunde genommen nur die erforderliche Literleistung, also die Durchflussmenge eintragen. Und schon ist der entsprechend zugehörige Hub errechnet und wird eingestellt. Also bei 975 Liter pro Stunde haben wir keine Hubbegrenzung. Das Ventil bleibt maximal geöffnet. Und im Heizbetrieb, wo wir ja 770 Liter pro Stunde nur brauchen, wird der Hub in meinem Beispiel auf 3,52 mm begrenzt. Hier das Ganze nochmal etwas deutlicher gezeigt, denn was wir noch vergessen hatten, war die Regelungsart. Da wählen wir eben diese Dual-Range-Regelart, dass wir mit einem Signal beide Kennlinien abfahren können. Also das wäre jetzt das Eingangssignal, was wir als erstes entsprechend wählen. Und dann geht es hier im Menü Schritt für Schritt von oben nach unten. Ventil auswählen, Hubbegrenzung einstellen. Und dann haben wir selbstverständlich auch die Möglichkeit, bei der Signalart die üblichen Varianten, hier mal der Vollständigkeit halber gezeigt, auszuwählen. So, jetzt ist im Grunde genommen das ganze Wissen in Ihrem Smartphone oder Tablet gespeichert und das muss ja jetzt auch noch irgendwie in den Antrieb transferiert werden. Dazu benutzen wir einen kleinen Kopierschutz, den TA-Dongle, denn es wäre ja jetzt wenig hilfreich, wenn eine direkte Bluetooth-Verbindung von der App zum Antrieb realisiert würde. Die App ist kostenlos bei uns auf der Homepage verfügbar, also könnte ja jedermann und jede Frau im Grunde genommen auch konfigurieren, egal ob die Befugnis da ist oder nicht. Und das wollen wir natürlich verhindern. Deswegen gibt es diesen kleinen Dongle. Der wird über eine Bluetooth-Verbindung dann mit Tablet oder Smartphone gekoppelt. Und vom Dongle geht es, wie Sie es hier sehen, per Kabelverbindung zum Antrieb. Das heißt, wir haben hier ein Verbindungskabel mit einem Micro-USB-Stecker, der in einer versteckten Buchse im Antrieb eingeführt werden kann. Der Dongle selbst hat nur ein Minimum an Funktionstasten, weil er im Grunde genommen nur für den Datentransfer primärseitig genutzt wird. Also wir können das Gerät ein-ausschalten. Wir sehen dann über zwei Kontroll-LEDs, ob ein Bluetooth-Signal vorhanden ist, ob die Batterie noch ausreichend Kapazität hat. Ja, und dann gibt es eben die Konfigurationstaste, mit der entweder ein Antrieb ausgelesen oder eine Konfiguration vom Tablet oder Smartphone in den Antrieb abgeschickt wird. Ja, die anderen Tasten sind auch schnell erklärt. Da gibt es nämlich eine Umschalttaste von Automatik auf Manuellbetrieb. Das heißt, mit diesem Dongle besteht auch die Möglichkeit, auf Handbetrieb umzuschalten und dann die Spindel manuell einzuziehen oder auszufahren. Das ist vielleicht auch sinnvoll im Rahmen der Inbetriebnahme, wenn eben hier noch gar kein Regelsignal den Antrieb ansteuern kann, dann wird es eben manuell über den Dongle gemacht. So, das wäre mal das Beispiel dazu. Und jetzt kommen wir schon zum vierten Dimensionierungsbeispiel. Hier wähle ich jetzt mal eine Variante, wo wir sehr große Verbraucher haben. Also ich habe hier eine Heizkühldecke, die einen relativ großen Durchfluss benötigt. Mein Bildschirm flackert wieder. Und er stabilisiert sich. So, wir haben also hier 3,6 Kubikmeter im Kühlbetrieb und 3130 Liter pro Stunde im Heizbetrieb.
dementsprechend natürlich auch wieder unterschiedliche Druckverluste. Beide Wassermengen sind über ein TA-Modulator in 1,25 Zoll DN32 abzudecken, aber ein 1,25 Zoll Sechswege-Kugelhahn, den gibt es nicht und deswegen wähle ich hier eine Lösung mit zwei Drei-Wege-Ventilen in entsprechender Dimension. Das Ganze könnte also auch noch größere Durchflussmengen wie die hier genannten 3600 Liter versorgen. Da komme ich aber gleich später noch einmal zu. So, das heißt also, wir brauchen auch hier dann jetzt eine etwas andere Ansteuerung seitens der Gebäudeleittechnik. Hier kann ich eben nicht mehr mit einem Datenschnittpunkt über meinen Slider und dem Hilfskabel zum Sechswege-Kugelhahn arbeiten. Die Drei-Wege-Ventile werden ähnlich wie im Beispiel vorhin entsprechend der Rohrleitung dimensioniert, wären also in meinem Fall hier wieder DN32 und da wähle ich dann halt das entpassende Ventil aus, ein Drei-Wege-Ventil DN32, KVS-Wert 16. Soweit, jetzt können wir noch die Druckverlustbilanz aufstellen, berechnen also den Druckverlust unseres Drei-Wege-Ventils, summieren das Ganze auf und erkennen jetzt, dass vor dieser Gruppe ein Pumpendruck, eine Förderhöhe von 43 Kilopascal zur Verfügung gestellt werden muss, um eben diesen großen Verbraucher zu versorgen. An der Stelle vielleicht auch nochmal ein Hinweis. Man kann natürlich, so wie ich es hier aufgeführt habe, die Druckdifferenz, die erforderlich ist, berechnen. Genauso gut haben wir aber auch hier an unserem TA-Modulatorventil, man kann es so ganz eben erkennen, hier oben zwei Diagnosepunkte, über denen die anstehende Druckdifferenz messtechnisch erfasst werden kann. Und wenn wir da die Vorgabe von 23 Kilopascal messen, dann wissen wir auch, die Pumpe liefert genug und das System funktioniert. So, ich hatte ja vorhin schon mal angedeutet, dass wir eben mit 3,6 Kubikmeter pro Stunde 3600 Liter noch nicht am Ende unserer Möglichkeiten sind. Das ist die Maximalkapazität der Nennweite DN32. Und dann sieht eben das TA-Modulatorventil so aus wie hier auf dem Foto. Wenn Sie größere Durchflussmengen brauchen, wählen wir in die nächste Produktfamilie DN40, DN50. Dann ist die Armatur als Schrägsitzgehäuse ausgeführt. Der Differenzdruckregler ist hier hinten im Gehäuse eingebaut. Und durch diese Bauform erreichen wir dann Durchflussmengen bis 11,2 Kubikmeter pro Stunde. Vielleicht ist das auch noch nicht genug. Dann haben wir noch die nächste größere Bauform, die es dann in Flanschausführung bis DN150 gibt. Und so können wir über diese Armatur, wohlgemerkt wieder Pumpendruck unabhängig und mit gleichprozentiger Kennlinie, bis zu 126 Kubikmeter pro Stunde liefern. Nur der Vollständigkeit halber will ich jetzt an der Stelle auch nicht verschweigen, dass es diese Armatur auch mit linearer Kennlinie und noch größeren Literleistungen gibt. Das weitere Detail entnehmen Sie dann am besten dem technischen Datenblättern. So, jetzt haben wir natürlich drei verschiedene Bauformen mit entsprechenden Durchflussmengen. Also brauchen wir auch auf diese Regelventile abgestimmte Antriebe. Bisher hatte ich in meinen Beispielen ja immer nur diesen kleinen Antrieb, den TA-Slider 160, gezeigt. Und Sie sehen, es gibt hier noch zwei weitere Varianten. Also mal der Überblick zu diesen Antrieben. Wir haben drei verschiedene Bauformen. 160, 500, das wäre dieser hier, oder 750, das ist der große Antrieb. Und selbstverständlich können wir bei allen Antrieben die üblichen Busanschlussmöglichkeiten bedienen. Das heißt also, Bucknet und Modbus ist für alle drei Varianten möglich. Und den kleinen Antrieb, den TA-Slider 160, gibt es auch in einer KNX-Ausführung. Die Regelsignale
decken im Grunde genommen das gesamte übliche Spektrum ab. Also Sie entscheiden sich, ob Sie eine stetige Regelung oder nur ein On-Off-System brauchen oder eine Dreipunktregelung, ob Sie die Dual-Range-Betriebsart oder Split-Range fahren. Das ist alles im Rahmen der Konfiguration möglich. Dann können wir, das habe ich vorhin ja im Beispiel einmal erwähnt, den Durchfluss-Sollwert vorgeben und damit den Hub begrenzen in diesen Armaturen. Das alles über die HiTunes-App und den TA-Dongle, den wir hier mal rechts nochmal im Bild haben. Ja, und weil wir im Grunde genommen einiges an Intelligenz in diese Antriebe eingebaut haben, kann natürlich auch eine Betriebsstatistik geführt werden. Das heißt, Fehlermeldungen können für Diagnosezwecke ausgelesen werden, um damit eben auch mal so eine Fehlersuche zu erleichtern. Tja, da sind wir jetzt schon fast am Ende angekommen. Zu guter Letzt bleibt es mir natürlich jetzt noch, Ihnen auch die Auslegungshilfen anzubieten, denn es macht ja wenig Sinn, so wie ich es gerade vorgeführt habe, die ganzen Schritte komplett per Hand vorzunehmen. Das heißt, natürlich gibt es auch zu diesem Armaturenportfolio einiges an Printmedien. Wir haben die Datenblätter fürs TA-Modulator oder für das 6-Wege-Ventil. Gerade zu unserem Thema Hydraulik und Druckhaltung in Changeover-Systemen ist eine Broschüre im Entstehen. Dieser Praxisleitfaden wird Ihnen als Seminarteilnehmer dann auch noch zur Verfügung gestellt. So hätten wir also erstmal einiges an Printmaterialien. Sie werden aber mit Sicherheit Ihre Berechnungen rechnergestützt durchführen und sollten Sie da in Ihrem EDV-Programm auch derartige Rohrnetzsysteme abbilden können, dann besteht die Möglichkeit, die Armaturendaten in Ihre gewohnte Software einzulesen, denn alle unsere Armaturendaten sind in dieser Datensatzschnittstelle VDI 3805 abgebildet. Den Datensatz selbst finden Sie wieder bei uns im Downloadbereich auf der IMI Hydronic Homepage. Wir haben auch noch eigene Softwaremöglichkeiten. Da ist zum einen die Software HiSelect, auch die wiederum im Downloadbereich, jetzt aber in der Schublade Software zum kostenlosen Herunterladen. Und auch damit können wir im Grunde genommen die gesamte Armaturenpalette der Regulier- und Regelventile abarbeiten. Für das Kleine nebenbei gibt es auch eine App, das HiTools, und auch hier haben wir natürlich unsere Regulier- und Regelventile enthalten, sodass eben die Berechnung entweder über gewohnte Softwareumgebung oder eins unserer beiden elektronischen Auslegungswerkzeuge erfolgen kann. Das wäre also mal unser Angebot an Auslegungshilfen. Und jetzt liegt es an Ihnen. Haben Sie noch Fragen? Das heißt, ich werde jetzt die Präsentation stoppen und werde mir mal den Fragenkatalog ansehen. So, dann schauen wir doch mal, was wir da drin haben. Es gibt einiges an Fragen, die auch sehr viel Text ausmachen. Mal schauen, wie ich das jetzt hier vergrößert kriege. Wie sieht es aus mit unterschiedlichen Wassermengen? Ich greife jetzt einfach mal rein. Kleineres Delta T vorhanden ist. Separate Pumpen. Ja, wenn Sie die größere Wassermenge nur über eine separate Pumpe, die Sie dann entsprechend ansteuern, realisiert bekommen, ist das die eine Variante. Die andere Variante ist natürlich, dass Sie beim Einsatz des TA-Modulator-Ventils direkt am Verbraucher automatisch die richtige Wassermenge haben. Das heißt also, man könnte dort auch mit einer Pumpe fahren, die dann eben sich in Ihrem Kennfeld durch die Regelung direkt am Verbraucher Richtung kleinerer Durchflussmengen positioniert.
kann die eingespielte Videosequenz auch direkt zu den Webinarunterlagen zur Verfügung gestellt werden. Die ist mit drin. Kein Bild, kein Ton. Ja, das bekommen Sie ja alles mitgeliefert mit der Aufzeichnung. Wie wird die Einzelraumtemperaturregelung ausgeführt? Das hatte ich ja vorhin angegeben in der Sequenz. Ich sehe hier gar nicht viel mehr Fragen. Irgendwie funktioniert auch meine Bildschirmeinstellung nicht so richtig. Ist die gleiche Spreizung in Heiz- und Kühlbetrieb Voraussetzung für die Funktion? Nein, natürlich nicht. Sie können also beim TA-Modulatorventil wirklich ganz individuell Spreizung und Durchfluss planen und damit die Leistung anpassen. Was spricht dagegen, anstatt des STAP den Drehwinkel des Sechs-Wege-Kugelhahns zu begrenzen? Und dazu muss man sich einmal die Öffnungscharakteristik so eines Sechs-Wege-Kugelhahns ansehen. Den Drehwinkel begrenzen kann man nur sehr grob. Das heißt also, wenn man da ein Zehntel Millimeter vielleicht einstellt, dann hat man schon sehr große Sprünge. Das ist also nicht so genau möglich wie mit dem nachgeschalteten STAD-Ventil. Und wenn man es noch genauer haben möchte, dann kommt man ja im Grunde genommen wieder zu der Lösung, das Kompakt-P oder das Modulatorventil einzusetzen. Sechs-Wege-Regelkugelhahn mit nachgeschaltetem Volumenstrommesser. Ja, das Problem des Volumenstrommessers ist natürlich, dass er nur den momentanen Zustand anzeigt. Das heißt also, im Teillastbetrieb haben wir dort unter Umständen trotzdem größere Durchflüsse. Das ist ja gerade der Vorteil des Modulatorventils oder des Kompakt-P, dass wir hier eben einen automatischen hydraulischen Abgleich gewährleisten. Das heißt, der maximale Durchfluss wird niemals überschritten, auch im Schwachlastbetrieb nicht. Das kann ein Volumenstrommesser nicht leisten. Der hilft Ihnen letztendlich nur bei der Inbetriebnahme, die Nennwassermengen einzustellen. Und im Teil- oder im Schwachlastbetrieb erhalten Sie dann automatisch größere Durchflussmengen. Vielleicht schauen Sie sich dazu noch einmal die Aufzeichnung des Webinars "Nicht alles kann digital geregelt werden" an, denn da ist dieser Themenbereich sehr ausführlich behandelt worden. Ist die Durchflussbegrenzung auch bei den hydraulischen Schaltungen am Hauptverteiler realisierbar? Das kann ich jetzt so nicht ganz verstehen, aber vielleicht tauschen wir uns da nochmal per E-Mail aus, am besten mit einer Skizze oder Ähnlichem. Dann kann ich das gerne beantworten. Gibt es eine Möglichkeit, mit der HiSelect-Software ein vollständiges Rohrnetz zu berechnen? Sie können mit dem HiSelect Rohrnetze berechnen. Das erfolgt über eine Baumstruktur. Und auch dazu verweise ich mal auf die beiden Webinare, die wir zum HiSelect schon angeboten haben. Vielleicht finden Sie da, weil wir da nämlich konkrete auch Rohrnetzbeispiele abgehandelt haben, Ihren Anwendungsfall wieder. Ansonsten sprechen Sie mich gerne später auch nochmal direkt zu dem Thema an. Bis zu welchem maximalen Massenstrom geht das Sechs-Wege-Ventil? Ja, super, da haben Sie mich jetzt auch mal erwischt. Diese
Maximalwerte kann ich Ihnen leider nicht sagen. Da müsste ich jetzt mal selber im Handbuch nachsehen. Aber ich schlage vor, ich schreibe Ihnen einfach morgen früh eine Mail und schicke Ihnen dann das Datenblatt mit der gewünschten Angabe zu. Gibt es eine Alternative zur HiTune-App, zum Beispiel Laptop-Software? Nein, also die HiTune-App ist im Moment eine Software für Smartphone und Tablet. Eine Laptop-Version ist aktuell noch nicht verfügbar. So, damit habe ich jetzt mal den Fragenkatalog unten und kann noch mal wieder in die andere Richtung blättern. Vier große Verbraucher, mehrere Modulatoren, Abgänge für Kühldecken. Ich sehe hier leider nicht den gesamten Text, sodass ich die Frage nicht komplett sichtbar machen kann. Schlage vor, das werde ich Ihnen auch morgen per Mail beantworten. Ja, leider spielt irgendwie heute meine Software nicht so richtig mit. Ich sehe Ihre Fragen, aber ich sehe leider immer nur eine, maximal zwei Zeilen. Kann das also gar nicht alles komplett lesen. Deswegen würde ich an dieser Stelle vorschlagen, ich kriege gerade eine Info von meiner Kollegin. Es funktioniert nicht. Das ist also, ich habe hier, natürlich weiß ich, wie ich scrolle, aber ich sehe immer nur genau 2,5 Zeilen. Das heißt also, Ihre durchaus interessanten Fragen kann ich nicht komplett lesen und ich kriege auch mein Fenster, was sonst normalerweise immer funktioniert hat, verkleinert und vergrößert. Ja, das ist halt EDV-Problem, was ich im Moment nicht lösen kann. Deswegen schiebe ich das einfach mal in meine Hausaufgaben und werde mir diese Fragen alle der Reihe nach morgen ansehen und Ihnen per Mail antworten. Ich hoffe, es war auch heute wieder interessant für Sie, dass ich viele Ihrer Fragen beantworten konnte. Jetzt schon, wie gesagt, was nicht passiert ist, hole ich morgen nach. Und so würde ich mich freuen, wenn Sie vielleicht auch in den nächsten Wochen unsere Webinare besuchen. Wie vorhin schon angedeutet, gibt es nächsten Donnerstag wieder um 15 Uhr dann den zweiten Teil, kühler Kopf und warme Füße. Da geht es dann um die Druckhaltung in kombinierten Heiz- und Kühlsystemen. Und genauso werden wir auch in 2021 mit interessanten Webinarthemen dann weitermachen. Und diese Webinare finden Sie auch wieder auf unserer Homepage, sodass Sie sich dort wie auch für den heutigen Tag gerne anmelden können. Das wäre es dann für heute von meiner Seite. Und so verbleibe ich. Einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.